Ihr wart gut zu mir, Frau. Ihr wart gut zu mir, Freunde. Schlagt ein paar Köpfe ein, in Ordnung. Er ist zwar Zwerg, aber ich spreche immer so hoch. Ja, was ist sie denn nun? Sie ist chaotisch gut. Passt noch ins Team. Priester des Lavander. Heldenhaft. Was kann sie denn? Er kann Waffe und Schildkampfstil, Schleuder und Streitkolben. Ja, sie wäre echt eine Überlegung wert zum Zwerg, weil der Zwerg ist ja zum Teil Kämpfer und levelt darum seine Dingssachen hier langsamer. Und sie hat auch gut Zauber. Warum sollten wir sie nicht ins Team nehmen? Bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Und würde den Zwerg gern haben, aber sie scheint... Sie kann auch ordentlich was schleppen. Ja. Außerdem haben wir keinen Elfen. Ja, dann nehmen wir mal eben den Zwerg aus. Komm mal hierher. Sie eben raus, entfernen. Eigentlich wollte ich den Zwerg ja bis zum Ende drin behalten. Wo ist denn das Tränkebehälterchen? Ah, der ist dahin gegangen. Ja, ist ja auch egal. Wir nehmen ihn alles, was er hat. Und werden dann die Elfen ins Team nehmen. Wir haben keine Elfen, also Breaga, ja, auch noch das eine oder andere hübsch zu sagen, weil er Zwerg ist. Ja, was wollt ihr? Jetlaya. Würdet ihr damit aufhören? Ja, komm her. Zwerg. Sie ist zwar nur chaotisch gut und nicht, Also, wir haben hier Ringe und Kram und Zeug und das darfst du alles haben. Und du hast eine gute Rüstungsklasse von Natur aus. Und wir können den Zwerg ja nach... Hier, wie heißt es? Wir können ihn ja einfach in den freundlichen Arm reinschicken und falls sie uns dann verlassen würde, weil ihr Story-Kram zu Ende... Was ist das denn hier? Jetlayas Ring. Dieser hübsche Ring gehört einst Jetlayas Mutter. Ja, egal. Können wir den abnehmen? Der Gegenstand kann nicht abgelegt werden. Naja. Hier, du kriegst noch das. Ein paar Dinger. Und du hast Streitkolben-Fertigkeiten, ja? Streitkolben der Reue. Auch gar nicht so schlecht, die Waffe. Damit hast du sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt Leias Kettenhemd. Ja, das darfst du einfach im Inventar und mit dem Schild. Was macht der Schild? Er hat Bonus 3. Schutz vor Geschosswaffen. ETW 0 Bonus. Minus 2 gegen Untot. Ja, nehmen wir den einfach ins Inventar rein hier. Du kannst, was macht denn das mit dem? Braucht ihr was? Ja genau, dich schicken wir jetzt erstmal in den freundlichen Arm. Du bist zwar davor, ja, geh, tschüss. Wir sehen uns dann wieder, falls sie uns verlassen sollte. Mit der Waffe hat sie 18. Mit dem Streitkolben hat sie 14. Ja, für einen stinknormalen Stufe 6 Kleriker ist sie, haut sie ganz schön, und sie hat ja noch jetzt einen Zusatz. Hier, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Wir nehmen noch, das nehmen wir eben mal raus, wir nehmen noch einmal, nein, wir nehmen jetzt noch ganz viel Heilung dazu. Einmal Heiligtum und dann zwei Segnungen und das Gift kann drin bleiben, das kann raus, die Rindenhaut kann raus, die Stille lassen wir drinnen, das ist, was ist das denn nochmal? Stärkung, Stärkung kann auch raus. Wir nehmen dafür drei Heilungen und einen Gesang und hier nehmen wir noch, was nehmen wir denn hier noch dazu? Einmal Fluchbrechen, genau. Aber Fluchbrechen kommt besser an eine Stelle weiter nach vorne, falls wir den Ring mal, das ist jetzt Fluchbrechen, genau, falls wir den Ring mal verloren und die Gesegnung kommt als letztes rein. Vierer hat sie noch nicht. Ach, ist in Ordnung. Wie gesagt, eigentlich dachte ich mit dem Zwerg. Ja? Ich wusste jetzt nicht, dass sie so reinhauen könnte, sagen wir mal. Und wir haben auf der Karte ja den Schafzahnwald dazu bekommen. Der ist hier. Ja, gehen wir jetzt zum Schaf. Nee, wir sollten uns erstmal einen Ankeck holen. Ankeckpanzer. Dazu. Und im freundlichen Arm können wir auch mal runter. Wir können einfach ja mal gucken, wie bevölkert er allgemein mittlerweile ist. Weil wir da ja jeden irgendwie hinschicken, in irgendeiner Weise. Ja, kommt her, Leute. Peter, El Minister.
Sei gegrüßt, junger Freund. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe in den letzten 10 Tagen viel von euch gehört und bin davon sehr beeindruckt. Verfolgt ihr mich, alter Mann? Und was habt ihr gehört? Nur Gutes, hoffe ich. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Was habt ihr gehört? Nur Gutes, hoffe ich. Das hängt davon ab, wen ihr fragt. Hinter euren Handlungen scheinen größtenteils gute Absichten zu stecken und das führt dann auch zu entsprechenden Reaktionen. Vieles hätte ich gleich gemacht, wenn auch vielleicht mit anderen Methoden. Die bisher entdeckten Hinweise haben euch sicher in dieselbe Richtung gelenkt, die auch ich eingeschlagen hätte. Ich weiß, wo ich hin muss und benötige eure Hilfe nicht. Ich bin mir meines Weges sicher, doch vielleicht sollte ich mich mit euch beraten, nur zur Sicherheit. Wie ihr inzwischen bestimmt festgestellt habt, scheinen die Hinweise auf den Mantelwald zu deuten. Die Schurken, die hinter den Räubern stecken, haben wahrscheinlich eine Art Stützpunkt dort. Aber natürlich erzähle ich euch damit nur Dinge, die ihr bereits wisst. Viel Glück auf eurer Reise, junge Frau. Er redet mit Imuen. Leider kann ich in dieser Hinsicht nicht deutlicher werden, doch die Ereignisse müssten eben ohne Einmischung ihren Lauf nehmen. Aber wir wissen doch schon, dass im Schafzahnwald und so und egal. Wir ruhen uns hier erstmal auf. Ja, was wollt ihr? Das ist der Kleriker, du darfst hinten stehen. So. Wir müssten jetzt. Oh, der müsste so. Hier steht Xan, hier steht Jeslik, hier steht die Dwarf Vikoria und hier steht Faldorn und hier steht Montaron und daneben müsste hier Xar stehen. Hier hinten stehen Yahera und Kalt, hier steht Safana, hier steht Branwen und hier steht Koran. Ja, wir füllen den ganzen Ort mit unseren Leuten. Was habt ihr zu verkaufen? Sag mal her, was haben wir noch? Genau, wir haben noch ein paar Stiefel, das können wir nächstes Mal noch ganz schnell abgeben. Und den behalten wir, das Autogramm behalten wir, das können wir gleich mal identifizieren. Genau, wir nehmen jetzt eben noch hier, da, komm her. Hier. Ach, wir haben noch nicht geruht, ja. Egal, wir ruhen dann. Ja. Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Königsdingens Quartier mieten. Ah. In dieser Nacht beherrscht Blut eure Träume. Wobei es sich nicht um Blut an einer Klinge oder euren Händen handelt, sondern um einen reißenden roten Strom, der sich seinen Weg durch die Reiche bahnt. Eine Flut, die sich über Felder und Wälder erstreckt. Ein Meer aus Blut, das euch bis an den Rand der Welt schwemmt und ins Nichts abzufließen droht. Dieses Blut wirkt sehr furchteinflößend. Mit ungeheurer Kraft schwemmt es alles davon, was versucht, Widerstand zu leisten. Es ist wie ein Monster, das sich durch nichts aufhalten lässt. Könnte man von oben einen Blick darauf werfen, würde es scheinbar die ganze Welt mit seiner rötlich-schwarzen Umklammerung bedecken. Solch ein luftiger Aussichtspunkt ist euch jedoch nicht vergönnt. Ihr befindet euch inmitten der Überschwemmung und könnt sehen, dass sich das Blut nicht in seiner Ganzheit fortbewegt, sondern voller Ströme, Strudel und Unterströmungen ist. Befindet man sich gerade in einer ruhigen Zone, bleibt einem ein kurzer Moment zum Atmen, während man jedoch im wilden Strudel das Gefühl hat, auseinandergerissen zu werden. Doch letztendlich scheint der Blutstrom ziellos umherzufließen und keinen rechten Antriebswillen zu besitzen. Eine Eigenschaft, die euch selbst im Überfluss zuteil ist. Ihr mögt zwar in seiner Mitte gefangen sein, doch wenn ihr genügend Entschlusskraft hättet, könnte sich euch eine Überlebenschance bieten. Euch stehen noch verschiedene Möglichkeiten offen. Und es müssen noch Entscheidungen getroffen werden. Als sich die Flut ihren Weg vorwärts bahnt, steuert ihr in eure eigene Richtung. Auf einem Schiff, das auf den Namen Beharrlichkeit getauft wurde und dessen Segel aus Entschlossenheit gemacht sind. Eine plötzliche Welle treibt euch wie beabsichtigt von eurem Kurs ab.
Scheinbar besitzt die Flut doch einen eigenen Willen und konnte es nicht länger ertragen, dass ihr den Ritt auf ihrem Rücken offensichtlich genossen habt. So, das war im Gegensatz zu eben einer Story-Sequenz. Und ja, da sieht man auch wieder, wie schön auch schon das Grundspiel designt wurde. Und weil eben ja die andere Sequenz kam, kann man daran sehen, wie meiner Meinung nach gut und wunderschön einige der Modifikationen auch hier mit reingefügt wurden, mal wieder. Ja, kann man nicht anders sagen. Und mit dieser Sequenz, die gerade kam, wo es um viele Ströme von Blut ging, werde ich auch Schluss machen. Also, auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Reinhängen tue ich mich ja hoffentlich genug in das Lesen. In das Vorlesen. Ja, es ist immer noch das, was mir mit am meisten Spaß macht, neben dem Rumlaufen und alles Niederschlachten. Auf Wiedersehen.